Hallo, wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zur Sendung der FT-Plattform. Thema Thomas Mann, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Überblick zu Inhalt und zentralen Stellen. Ihr wisst, es dauert ein bisschen länger, dafür habt ihr auch den Durchblick. Wir sind beim zweiten Buch. Ich mache keine lange Vorrede mehr, denn ich bin überzeugt, alle, die das jetzt diese Sendung sehen, also das zweite Buch, haben sehr wohl die Sendung zum ersten Buch gesehen. Für die ganz wenigen Neuen sage ich, mit welcher Primärliteratur arbeite ich. Ich lese euch mal kurz vor. Es ist Fischer Klassik 90417. Ich halte es mal hin rein, das Bild. Ja. Das ist die übliche beim allgemeinbildenden Gymnasium in Baden-Württemberg. Nächster Punkt. Ich hoffe, ihr habt es alle runtergeladen, also das Manuskript, nicht runtergeladen, sondern ausgedruckt in Farbe. Für die, die es nicht haben, denkt bitte dran, hier mein Name, www.klausschenk.de. Dritte Spalte ist eine Hinweisgrafik. Mann, Felix Krull, zack, anklicken, alle Links da, die ganzen Manuskripte da, alles kein Problem. Und teilweise auf meinem Kanal mit den Schulmaterialien auf der Startseite. So, eigentlich habe ich jetzt alles gesagt. Nochmal die Bitte, druckt das Manuskript aus, ihr braucht's. So, jetzt ich lege voll los. Wir sind beim zweiten Buch, Seite 71 bis 212. Denkt mal dran, wo sind wir stehen geblieben? Kurz, klick, klick, klick. Ist das noch? Selbstmord des Vaters. Das müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Zwei, drei Sätze. Dieses letzte Kapitel, was wir hatten bei dem ersten Buch. Die Sektpanscherei des Vaters ist zusammengebrochen. Felix Krull hat die Schule abgebrochen. Vater tot. Das erste Kapitel, also ich bin jetzt im zweiten Buch, das erste Kapitel, das ist Seite 71 bis 73. Neue Motivation für die Romanfortsetzung, da sage ich nochmal gar nichts dazu. Ich gehe gleich ins zweite Kapitel. Zweite Kapitel, Ermutigung Felix und Beerdigung des Vaters. Deswegen braucht ihr den Selbstmord des Vaters jetzt für den weiteren Fortgang. Also, Vater tot. Und für die Organisation der Beerdigung ist der Felix zuständig. Und er bekommt Ermutigung von einem wohlgesinnten Pfarrer, also das ist der Stadtpfarrer. Und ich bin jetzt auf der Seite 75, natürlich, ich blätter auch, Seite 75, Zeile 1 bis 5. Also jetzt im Gespräch mit dem Pfarrer und der Pfarrer macht so eine, also achte mal drauf, eine für Felix zentrale Aussage, die ihn sehr motiviert, auch im Blick auf das spätere Hochstaplerleben. Also der Pfarrer sagt, allein noch ist nichts verloren, denn ihre persönliche Wirkung ist wohltuend und insbesondere möchte ich Sie wegen Ihrer angenehmen Stimme loben. Ich sollte mich wundern, wenn Fortuna sich Ihnen nicht hold erweisen würde. Also jetzt achtet mal bitte drauf, diese Prophezeiung, die er tief in den Herz aufnimmt, dass sie von einem Geistlichen kommt. Also fast schon wie die Stimme Gottes. Persönliche Wirkung. Angenehme Stimme. Fortuna, das ist ein wichtiger Punkt, Fortuna wird mit ihm sein. So, jetzt sind wir schon im dritten Kapitel, Seite 80 bis 86. Da muss ich jetzt ein bisschen was erzählen, da lese ich jetzt nichts vor. Also, Vater tot, Firma kaputt, kein Geld vorhanden. Jetzt tritt der Schimmelpriester, wisst ihr, der Pate vom Felix auf. Er ist ja so ein bisschen Oberhaupt, aber er übernimmt so diese Position und er verteilt die Familienmitglieder. Sag's mal so locker. Die Mutter sagt, hey,
du machst eine Pension auf in Frankfurt. Zur Schwester, Olympia. Naja, kannst zwar nicht singen, aber geh mal zur Operettengruppe und Truppe. Ich kenne da jemanden. Deine Pfunde, also ihr wisst doch, ich kenne das richtig dick oder fett. Deine Pfunde sind dein Pfund. Du kommst mit deiner Figur kommst du super an dort. Und du gehst dorthin, da sieht die Olympia Hupferfreude. Und jetzt kommt der Felix dran. Naja, also Felix, was machen wir mit dir? Also schau mal her, ich schlage dir eine Hotellaufbahn vor, in Paris, bei meinem Freund, dem Direktor Stürzli. Da gehst du hin und dort machst du Karriere, du hast es drauf und du packst es und das ist deine Chance. Jetzt gibt es aber einen Problempunkt. Was ist der Problempunkt? Die Musterung steht noch aus. Denkt bitte dran, Felix hat ja jetzt gerade die Schule abgebrochen. Also, ihr würdet sagen, mittlere Reife hat er jetzt geschafft, also Einjähriger. Und jetzt ruft natürlich das Militär. Ich bin schon im vierten Kapitel. Frankfurt und Beobachtung der Gesellschaft. Seite 87 bis 101. Zunächst muss ich sagen, der Start der Mutter mit ihrer Pension, und die Pension heißt Lorelei, gell? Hoppla, denkt man dran. Lorelei hieß auch der gepanschte Sekt. Also das ist natürlich nicht gerade ein gutes Omen, und Lorelei sowieso nicht. Aber die Mutter erleidet keinen Schiffbruch. Ich muss einfach mal sagen, nur der Start ist sehr stotternd. Aber danach wird es erfolgreich werden. Ich bin jetzt auf der Seite 90. Die Zeilen 17 bis 28. Also, sucht mal Seite 90. Und das ist eine ganz wichtige Stelle. Merkt euch die, lernt sie auswendig, dass ihr sie sofort findet. Hier erklärt er, wie Bildung geschieht, wie er vorgeht und wie er sich sieht. Also, eine bessere Stelle könnt ihr gar nicht kriegen. Seite 90. Bildung wird nicht in stumpfer Frohn und Plackerei gewonnen, sondern ist ein Geschenk der Freiheit und des äußeren Müßigganges. Man erringt sie nicht, man atmet sie ein. Also, überleg's mal ganz kurz. Also, Bildung bekommt man nicht durch Lernen, das ist relativ klar, sondern, und da würde ich vermutlich sogar voll zustimmen, wenn man frei ist, und wenn man Zeit hat, also Zeit heißt hier Müßiggang, man schlendert, man lässt Dinge auf sich zukommen, man erringt sie nicht, Willen, nein, man atmet Bildung ein, sie kommt, fließt in einen, so. Man kann wohl sagen, das ist, gell, nochmal zu sagen, das ist dann, Ich überspringe jetzt die vier Zeilen, ne? Und jetzt geht's weiter. Man kann wohl sagen, dass sie dem Erwählten im Schlafe anfliegt. Denn man muss freilich aus bildsamen Stoffe bestehen, um gebildet werden zu können. Niemand ergreift, was er nicht von Geburt besitzt. Und was dir fremd ist, kannst du nicht begehren. Wer aus minderem Holze gemacht ist, wird Bildung nicht erwerben. Da ist alles drin. Es fliegt einen an. Man muss selbst aus bildsamen Stoffen sein. Es kommt auf die Person an. Angeborene, ich sag's mal, anders Begriff, Antennen, ich würde es vielleicht so sagen, Antennen für Bildung. Eine Offenheit für Bildung, die dann in einen hinein fließt. Und wer diese von Geburt an gegebenen Antennen nicht hat, diese minderen Wesen, werden sie eh nicht packen. Also brutale Arroganz ist drin. Also hier, an dieser Stelle, auf dieser Seite 90, habt ihr alles, was ihr braucht, um zu kapieren, wie dieser Felix tickt. Wie er tickt im Blick auf Erwerb von Bildung und wie er tickt im Blick auf seine Person, auf sich als Ausnahmemensch. Gell?
Gut, also jetzt die Stelle will ich mir sehr, sehr gut merken. Was treibt er jetzt nun in Frankfurt? Also die Mutter kämpft da mit ihrer Pension und er hat Zeit. Und ist frei, natürlich, klar. Was er tut, ist, er beobachtet die Gesellschaft. Also mit der Gesellschaft meine ich die oberen 10.000, also die Adelsgesellschaft und die Gesellschaft der Reichen. Und er macht so kleine Hilfsdienste und er lernt. Also es stimmt schon, was er geschrieben hat. Es fliegt ihn an, durch Beobachten. Jetzt wird er sagen, welche Stelle, also überleg mal kurz, welche Stelle ist es, das ist parallel. Genau, Wunderkind im Kurpark, gell? Denke mal an die Kurpark-Szene. Er imitiert mit seiner Geige dieses ungarische Stück und macht es so toll, dass jeder denkt, er hat gespielt. Das heißt, er hat die Fähigkeit der extremen Beobachtung und gleichzeitig die Fähigkeit, das Beobachtete dann umzusetzen. Also das macht diesen Hochstapler aus. Und natürlich die nötige Arroganz, die dann natürlich auch dazu kommen muss. Ich bin jetzt auf der Seite 97. Das ist jetzt ein bisschen speziell. Also ich erkläre es vielleicht mal vorher. Seite 97, Zeile 20 bis 26. Er beobachtet dort ein Geschwisterpaar, also ein junges Mädchen, auf dem Balkon. Und jetzt muss man wissen, dieses Geschwisterpaar ist für ihn die Idealität der Schönheit. Also nicht der Junge oder nicht das Mädchen, sondern die Doppelung. Gell? Dieses Mann und Frau gleichzeitig sehen, gleichzeitig zu sein, also in seiner Fantasie, diese liebliche Zweiheit. Ganz, ganz, ganz kurz. Also wenn ihr es genauer wisst, das androgyne Problem, ich habe es in meiner Interpretation entfaltet. Ich sage nur ein Stichwort. Diese androgynen Wesen, sag ich mal, Mann und Frau parallel sind, gelten in der Antike als Idealgestalten. Das nur nebenbei. Also hier in diesem Geschwisterpaar, junge Mädchen, sieht er eine Idealität. Und jetzt wird er sagen, kennen wir ja schon, oder erinnert euch dran, ganz ans Ende, Tochter und Mutter Kuckuck. Genau das Gleiche. Ja? Also jetzt muss ich es aber auch nochmal vorlesen. Liebesträume, Träume des Entzückens und des Vereinigungsstrebens. Ich kann es nicht anders nennen. Obgleich sie keiner Einzelgestalt, sondern einem Doppelwesen galten. Einem flüchtig innig erblickten Geschwisterpaar ungleichen Geschlechts. Aber die Schönheit lag hier im Doppelten, in der lieblichen Zweiheit. Also ihr müsst diese Doppelung wirklich als eine Idealvorstellung von Felix, aber auch in der Antike wissen und sehen. Ich mache jetzt weiter, ich bin immer noch in Frankfurt, immer noch in diesem Milieu, wo er beobachtet. Und das ist jetzt interessant, und das werdet ihr vermutlich ganz ausführlich machen, also ich mache es ganz, ganz kurz. Achtet mal drauf, hier tritt ein fiktiver, ein gedachter, der angedachte Leser auf, der sich mit dem Erzähler eine Zwiesprache leistet oder macht oder tut. Und dann wird diese Zwiesprache noch einmal von Felix bestätigt. Ist klar? Also, es tritt jetzt dieser fiktive Leser auf, Seite 98, Zeile 4 und dann die Zeile 11 bis 19. Schwärmer und Gaffer, höre ich den Leser mir zurufen. Gell? Denkt doch mal dran, das ist das, was gerade Felix tut. Schwärmen und gaffen und schauen und gucken und in sich aufnehmen. Das ruft ihm der Leser zu. Und jetzt geht's weiter, Zeile 11.
standest in verworrenen Würzdürften, welche durchs Kellergitter aus den Küchen emporstiegen, und saß die feine Gesellschaft Frankfurts, bedient von geschmeidigen Kellnern, an kleinen Tischen suppierend, auf denen beschirmte Kerzen in Armleuchtern und Kristallvasen mit seltenen Blumen standen? So tat ich und bin überrascht, wie treffend der Leser meine dem schönen Leben abgestohlenen Schaugenüsse wiederzugeben weiß, gerade als hätte er selbst seine Nase an den erwähnten Scheiben platt gedrückt. Die doppelte Spiegelung. Der fiktive Leser wird eingeführt, der Zwiesprache hält und der Felix sagt, ja, du hast genau mein Gefühl, genau das erfasst, was ich erlebe. Sehr gut, Leser. So, wir kommen jetzt zum fünften Kapitel. Minutiöse Vorbereitung der Musterung und Simulieren eines epileptischen Anfalls. Das ist Seite 101 bis 126. Kurze Erläuterung. Der Felix will natürlich schnellstmöglich nach Paris, klar, ins Hotel, um Karriere zu machen dort. Wie er sich so vorstellt. Und wie der Part ihm prognostiziert hat. Jetzt hat er das Problem mit dem Militär. Und jetzt, der Kerl lässt sich, also wenn es um so Sachen geht, simulieren, es nicht einfach anfliegen, sondern er informiert sich ganz, ganz genau über den Ablauf der Musterung. Er hat es vollkommen im Griff. Nur so gelingt dann der Trick, den ich dann in den nächsten ein, zwei Minuten euch erklären werde. Ich bin jetzt auf der Seite 110, Zeile 15 bis 18, also 110. 15 bis 18. Wie es ja denn der Nutzen langer Vorübungen und einer gewissenhaften Vertiefung in zukünftige ist, dass in der Stunde der Anwendung etwas nachtwandlerisch Mittleres zwischen Tun und Geschehen, Handeln und Leiden sich herstellt. Klingt sehr kompliziert, aber drückt sehr genau aus, was er tut. Also, lange Vorübung, also es gibt einen epileptischen Anfall. Er vertieft sich in gewissenhaft in das, was er plant, in das Zukünftige, und dann in der Stunde, wenn es gilt, ja, wird aus dem angelernten Simulierenden das echte Leiden geschaffen durch ihn, aber plötzlich dringt es so durch bei ihm. Es wird zu einem Geschehen. Das ist so der Punkt. Aber das geschieht ja nur, wenn er sich exakt vorbereitet, ständig übt, sodass er in dem Moment es wirklich funktioniert. Dieses Handeln und Leiden, epileptischer Anfall, gell? In jeder Hinsicht. Worin liegt nun sein Trick? Ich gehe in Seite 111, Zeile 7. Das ist der Witz, was jetzt kommt. Ein Satz nur. Der kommt zu der Kommission, stellt sich hin und sagt, ich bin vollkommen diensttauglich. Es ist natürlich die Musterungskommission, die kippt bald von den Stühlen. Genau das haben sie noch nie erlebt. Und er sticht ihnen von hinten letztendlich in den Rücken. Sie merken es nicht und sind nachher noch sogar stolz drauf, welches Ergebnis sie selbst herausgefunden haben. Das ist total durchdacht, total. Das ist Wahnsinn. Ne? Das ist das erste Mal die totale Überraschung. So, jetzt Seite 112, Zeile 6 bis 7. 112. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz an ganz wenigen Beispielen, also das werdet ihr vermutlich im Unterricht relativ ausführlich machen, an ganz wenigen Beispielen, wie manipulativ er arbeitet. Der Arzt sagt zu ihm, 112, gell,
Ich habe nicht nach den Iren gefragt. Wer sind denn die Iren? Also, jetzt schaut mal her. Er manipuliert ihn hin. Der Arzt sagt, hey, habe ich ja gar nicht getan. Und dann tut er genau das, was er kritisch gefragt hat, hey, was soll das? Er kommt jetzt mit Felix, manipuliert ihn dahin, dass er, der Arzt, nach der Familie fragt. Jetzt kann er natürlich seine Story loswerden, dass sein Vater ein Champagnerfabrikant war und so weiter. Und er stellt es so dar, dass natürlich die Kommission denkt, hey, Alkoholiker und Kind im Suff gezeugt, so ungefähr. Dann kommt natürlich auch die Sache mit dem Selbstmord, der arme Vater. Und dann denken die, ja, genau, das passt ja. Also er erzeugt mit Tricks, mit Manipulationen das, was er will, ohne es direkt auszudrücken. Und überlässt den anderen so zu spuren, wie er es sich vorstellt. Ich bin jetzt auf der Seite 113, es gibt ein Beispiel von dieser Manipulation, 113, die Zeilen 26 bis 28. Der Arzt sagt, Sie reden fortgesetzt Überflüssiges, wiederholte er, indem er, gleichsam abgelenkt, die Untersuchung fahren ließ. Das war genau das Ziel, er wollte nicht weiter untersucht werden, weil die Untersuchung war für ihn ein Risiko. Und er wollte es schaffen, dass der Arzt endlich aufhört, damit er weiter seinen Sermon bringen kann. Letztendlich nicht nur den Sermon, sondern dann diesen epileptischen Anfall. So, wie geht es jetzt weiter? Also der macht das wunderbar. Das ist nicht kein Simulieren, er erlebt ihn. Er zittert, er liegt am Boden fast schon. Die Kommission ist aus dem Häuschen, die sind erstarrt, die springen von den Stühlen auf. Also was haben die noch nicht erlebt? Und er macht genau das, wie es im Buch steht, was man bei einem epileptischen Anfall tun muss. Und es ist nicht ein Simulieren, es ist ein epileptischer Anfall. Ja? Es ist einer. Und er immer wieder, ich bin diensttauglich. Ja, das ist irre, einfach nur irre. Gell? Und dann sagen sie, boah, nein. Sie wollen wir nicht. Sie nicht. Und er sagt, boah, ich, nicht so Militär, ah nee. Ganz so. Und der geht raus und springt wie ein Blöder die Treppen runter. So. Also, jetzt hat er das Problem gelöst mit der Musterung. Jetzt hat er die weg. Und jetzt kann er sich ja eigentlich mal Richtung Paris konzentrieren, aber momentan ist er noch in Frankfurt. Ich gehe in das sechste Kapitel, Liebesschule bei Rosa, Seite 126 bis Seite 140. Ja, gell, die Rosa ist eine Dirne, ist eine Prostituierte. Nur zur Information. Wichtig ist, zu dem Moment bewegt sich Felix in den unteren Schichten. Das muss man einfach so sagen. Er ist also ganz unten angekommen. Na, ich sag's mal so, Richtung Strichjunge. Also, ja, schon die Richtung. Und jetzt bin ich auf der Seite 129, also die Strichjunge in der Wahrnehmung der Leute, also nicht, dass er es tut dann. 129, die Zeilen 1 bis 5. Ganz anders nun verhält es sich mit gewissen abseits wandelnden Herren, Schwärmern, welche nicht die Frau suchen, aber auch nicht den Mann, sondern etwas Wunderbares dazwischen. Und das Wunderbare war ich. Ja? Und das geht schon in diese Richtung, die ich gerade genannt habe. Und ich habe hier wieder diese androgyne Erscheinung zwischen Mann und Frau, dieses Zwitterwesen. Das ist Felix. Er ist für beide Seiten, Mann, Frau, faszinierend. Es geht weiter auf der Seite 135. Also denk bitte dran, der Felix ist abgebrannt. Also wirklich,
auf unterste Schicht angekommen. Es geht kaum noch tiefer. Seite 135. Diese Rosa findet diesen abgebrannten jungen Mann und sagt, hey Junge, komm mit. 135, Zeile 1, ich folgte ihr ungesäumt. Aber zu dem Zeitpunkt wusste er nicht, wer sie ist, die Rosa. Ich mache weiter auf der Seite 136, Zeile 8 bis 10. 136, 8 bis 10. Und jetzt sagt sie zu ihm, denn auf den ersten Blick, so versicherte sie, erkenne der Kundige, dass ich zum Liebesdienste geschaffen und ausgezeichnet sei. Also sie sagt über ihn, du bist die Idealgestalt in dieser Richtung. So, und ich als Prostituierte, ich weiß, wovon ich rede. Du bist gut, aber noch nicht gut genug. Sie aber wolle, jetzt gucke ich nochmal nach, es geht dann auch weiter, 14 bis 16. Das habe ich jetzt hier nicht im Manuskript, aber ich mache mal trotzdem weiter. Sie aber wolle meine Lehrmeisterin sein und mich in eine gründliche Schule nehmen, denn es sei deutlich, dass meine Gaben der Anleitung von fertiger Hand noch bedürften. Also jetzt wird er perfektioniert fürs Bett. 137, Zeile 14, Rosa, so hieß meine Gegenspielerin. Jetzt wird sie noch vorgestellt. Jetzt ist sie in der Liebesschule. Und wie ihr diese Liebesschule beurteilt, habt ihr auf der Seite 140, Zeile 23 bis 26. Denn ich weiß, sagt Felix, denn ich weiß bis in den Grund meines Systems hinab, dass ich die Stückchen meines Lebens nicht mit so viel Feinheit und Eleganz hätte vollführen können, ohne durch Rosas schlimme Liebesschule gegangen zu sein. Die Stückchen des Lebens, denkt dran, Madame Ouflé kommt noch, die Senora Kuckuck, noch die Tochter Kuckuck und so weiter. Hier wird er trainiert auf das Zukünftige, was ihm sehr viel Vorteile bringen wird. Entscheidendes Zukunftstraining. Ich bin im 17. Kapitel, Reise nach Paris, Schmuckdiebstahl und Hotelankunft. Das ist die Seite 140 bis 160. Jetzt muss ich wieder kurz erzählen, aber ganz typisch für Felix. Also, Felix bewegt sich nun in der dritten Klasse, das ist wichtig, in der dritten Klasse, also die niedriger geht schon gar nicht mehr, bewegt er sich Richtung Paris. Er kommt nun an die Grenze und der Zöllner kommt und jetzt geht Felix mit seiner Methode vor. Er spricht ihn auf Französisch an, das macht er fantastisch. Er spielt, er wird fast zum Franzosen, denn die französische Sprache ist ihm ja angeflogen gekommen, drin in ihm. Er wertschätzt ihn, er gibt ihm hohe Titel, hat er bei der Kommission nämlich auch so gemacht. Ja, und zum ersten Mal wird der Kontrolleur als Mensch gewürdigt, gewertet, wertgeschätzt. Boah. So, das ist natürlich sehr geschickt im Blick auf die Zollkontrolle. Die ist natürlich dann ratzfatz erledigt. Ich mache weiter und bin auf Seite 145, die Zeilen 13 bis 18. Jetzt sind wir mal der Zöllner. Also er machte schon sein Kreidezeichen auf den noch offenen Deckel meines Handkoffers. Und jetzt achtet mal, das ist genial, was jetzt kommt. Achtet mal drauf, dieser Felix klaut
gleich nebenbei das Schmuckkästchen, was er nebendran legt, von der Madame Ouflet. Und jetzt achtet mal drauf, wie das geschildert wird. Ach, das ist. Und wie, also was ich an der Schilderung so genial finde, ihr seht in diesen wenigen Sätzen, wie Felix kriminelles Tun wunderbar verbrämt. Wunderbar. Und wie er letztendlich in dieser Sprache schuldlos rauskommt. Also, ich führe es euch vor. Bei meinem raschen Wiedereinpacken, die Kontrolle ist vorbei, ist der Koffer schon fertig, er muss wieder einpacken. Bei meinem raschen Wiedereinpacken jedoch wollte es das ungefähr, dass dieses Stück etwas von der Unschuld verlor, die ich ihm mit Recht nachgerühmt hatte, da eine Kleinigkeit mehr darin einging, als vordem darin gewesen war. Also, schöner kann man es ja nicht beschreiben, wie man, wenn man klaut. Also, ungefähr, mein Koffer, der so unschuldig war, und plötzlich verlor er die Unschuld. Boah. Und da war was drin, was vorher nicht drin war. Boah. Kann ja passieren. Ist so. Ich mach weiter. Ich bin jetzt, dann geht es Zeile 28 weiter, auf Seite 145, lag mehreres bis zur Vermengung nahe bei meinem eigenen, also ich spreche nochmal von einem Koffer, wo gerade die Kontrolle fertig war, am allernächsten ein sehr nach Präzisionen aussehendes Safiankästchen, beinahe von Würfelgestalt, und unversehens glitt dasselbe, während mein Freund, das ist der Kontrolleur, mein Freund mir sein Vidizeichen erteilte, mit in mein Köfferchen. Vidizeichen heißt, erledigt, der Koffer ist erledigt, oder Kenntnisnahme, zack, fertig, kann durchgehen. Das war, und jetzt achtet mal drauf, das war mehr ein Geschehen als ein Tun. Und es geschah ganz unter der Hand, nebenbei und heiter mir unterlaufen, als Produkt sozusagen der guten Laune, die mein beredtes Wohlverhältnis zu den Autoritäten des Landes mir erregte. Tatsächlich dachte ich während des Restes der Reise kaum noch an den zufälligen Erwerb. Wie er es darstellt, es ist ihm unterlaufen, heiter, warum? Er war so guter Laune, weil er mit der Autorität der französischen, mit dem französischen Zollbeamten so gut konnte, er war so in Stimmung. Ja, dann passiert eben sowas. Gell? Also, von krimineller Tat null. Und ich bin jetzt auf der Seite 146, es geht weiter, Zeile 17 bis 21. Und jetzt seht ihr mal, nachdem er das Schicksal, so das Schmuckkästchen in seinen Koffer befördert hat, kommt er in Paris an und steigt nun aus. Und es wird jetzt zum letzten Mal sein, wo er so weit unten ist. Oder so weit unten in der dritten Klasse fährt und dort auch ankommt, dann in so Bahnhofshalle. Trist. Entstieg der einsame Jüngling still im Getümmel seiner Unterkunft für drittklassige Glieder der Gesellschaft und verließ, von niemandem beachtet, sein Köfferchen in eigener Hand, die laute und übrigens wenig ansehnliche Halle. Er ist in Paris angekommen. Er geht jetzt... Er geht jetzt Richtung Hotel, er fragt sich durch und so weiter, damit er es auch findet. Und jetzt erzähle ich ein bisschen wieder. Also Felix kommt dort an, wird also wirklich herabwürdigend behandelt. Er geht natürlich durch den Haupteingang, was er natürlich nie als Bediensteter hätte gehen dürfen. Er hätte von dem Hintereingang gehen müssen. Tut er nicht, das wusste er auch nicht. Ihm wird eine schäbige, also richtig schäbige Bediensteten-Schlafstätte, ein Schlafzimmer mit vielen anderen zusammen, angewiesen. Er geht dort rein, kommt ein Bett angewiesen. Was macht er jetzt? Das ist ja logisch. Er nimmt
aus seinem Koffer das Schmuckkästchen und will sich angucken, was ist denn da drin? Und da passiert was Blödes, da ist der Stanko, und der Stanko hat einen auf krank gemacht oder war krank, das heißt, wie es will, und der beobachtet ihn. Der Stanko, irgendwie eine Stelle da, eine ganz niedrige Stelle im Hotel, der beobachtet ihn und sagt, ey, hallo, junger Freund, was guckst du da an? Na sowas, das ist aber interessant. Ne? Und jetzt wird's natürlich für ihn blöd, sagen wir mal so. Und auf jeden Fall kommen die ins Gespräch und Felix hat natürlich schon schwer Angst um sein Schmuckkästchen. Und am Endeffekt, das ist jetzt wichtig, dieser Stanko ist ein Kleinkrimineller, ganz einfach, ein Kleinkrimineller. Dieser Kleinkriminelle, der nennt ihm einen Hehler in Paris, wo er das Schmuckkästchen und den Schmuck zu Geld machen kann. Das ist eine wichtige Information, die er brauchte für den weiteren Fortgang der Geschichte. Ich bin jetzt im 8. Kapitel Schmuckverkauf, Liftboy, Seite 161 bis 195. Jetzt muss ich wieder was erzählen. Und zwar, der Felix wird nun zum Direktor Stürzli gerufen. Also der wird wie ein Rhinoceros geschildert. Also nicht, dass er blöd ist, sondern so muss er aussehen. Also dick und so weiter. Und dieser Direktor Stürzli, der fragt ihn, junger Freund, kannst du Sprachen? Und jetzt erlebt ihr, wie dieser Felix von Sprache zu Sprache kippt, letztendlich die Sprache eigentlich nicht spricht, sondern schauspielt. Er wird plötzlich zum Engländer. Er wird plötzlich zum Italiener, er wird plötzlich zum Franzosen. Also wichtig ist nicht die Sprache an sich, sondern das Schauspiel. Dass die Identität zwischen Sprache und Landsmann, also Französisch, Franzose, Italienisch, Italienisch, die Gestik. Ja? Also er stürzt sich total fertig. Halt das, der denkt, boah, gut. Jetzt bekommt er, Felix, die Stelle des Liftboys und er bekommt einen neuen Namen, denn alle Liftboys heißen Armand. Ja? Jeder Liftboy heißt Armand und es gefällt natürlich Felix extrem. Endlich kriegt er einen neuen Namen, neuer Start, neue Zukunft. Die Welt steht ihm offen, so tickt Felix. Also jetzt ist der Liftboy mit Namen Armand. Seite 172, und jetzt erfahrt ihr, wie man die Sprachen lernt, dann würde ich es vermutlich auch gerne so tun. Also, suchen wir mal, 172, Seite 172, Zeile 21 bis 26. Universell von Veranlagung und alle Möglichkeiten der Welt in mir hegend, brauchte ich eine fremde Sprache nicht eigentlich gelernt zu haben, wenn mir auch nur etwas davon angeflogen war, für kurze Zeit wenigstens den Eindruck ihrer flüssigen Beherrschung vorzuspiegeln. Also, jetzt habt ihr den sehr schönen Thomas Mann-Deutsch, das, was ich vorhin erklärt habe. Ich erzähle wieder weiter. Was nicht so gut gelaufen ist, ist die Sache bei dem Hehler, denn der Hehler war ja auch nicht blöd. Und da hat noch der Felix Nachholbedarf gehabt in dieser Richtung. Also dieses Geschäft lief mittelmäßig und er muss natürlich auch Geld dem Stanko abgeben. So, aber auf jeden Fall hat jetzt Felix Geld. Ich bin im 9. Kapitel Liftboy und Liebesabenteuer mit Madame Ufflé, Seite 195 bis Seite 212. Also jetzt muss ich ein bisschen erzählen wieder. Also ich gehe mal nachher mit dem Buch suchen. Also, der Felix begegnet dieser Madame Ufflé, also die ist so um die 40 rum. Also die ist ja wirklich, da muss man ja die Männer davor schützen. Also die ist total begeistert von diesem Liftboy Armand.
Wenn ich sage, du willst gleich im Fahrstuhl treiben, dann ist es ein bisschen übertrieben, aber nicht ganz falsch. Auf jeden Fall am besten, sie bittet ihn, dass er irgendwas ins Zimmer trägt und dann am besten gleich loslegen. Nichts One-Night-Stand, sondern Sofort-Stand. So, dann sagt er, hey, hallo, ich stoppe mich mit meinem Liftboy und der Fahrstuhl muss bedient werden, also so schnell kann es dann auch wieder nicht gehen. Das ist die Frau. Und jetzt stellt sich raus, das sieht er natürlich, diese Madame Ouflet ist ja die Frau, die ich bestohlen habe. Das nimmt er wahr, er sagt natürlich keinen Ton, sehr klar. Naja, denkt er, gut, also was ich kriegen kann, krieg ich. Also macht er mit dieser Frau, die ihn dann gleich ins Bett packen wollte, verabreden sie ein Nachtdate. Jetzt zu dieser Ouflet, die ist ungefähr 40 Jahre alt, ist eine theatralische Romandichterin. So vorstellen. Oh Junge, Junge, du kommst zu mir, du bist ein Glücksfall. Oh, das Leben schenkt mir dich. Also ungefähr, ne? Hab's kapiert. Also, gell, total neben der Spur, verheiratet mit einem impotenten, aber sehr reichen Fabrikbesitzer. Ich glaube, so ein Kloschüssel macht der. Auf jeden Fall hat er sehr viel Geld. Sie hat eine Kindersehnsucht, die unerfüllt geblieben ist. Und sie sagt dann, oh, ich würde, hätte ich einen Sohn, ich würde ihn lieben, lieben und so weiter. Also Inzestgedanken. Und sie verführt dann Felix, denn sie steht auf sehr jungen, schönen, auf Knaben. Also das möchte ich jetzt nicht total ausdappen, das können ja dann lesen, also es lohnt sich. Naja, also für mich hat die Frau schon einen Schuss im Sender. Also ich kann es nicht anders sagen. Aber bildet selbst euer Urteil. Gut, ich bin auf der Seite 204, Zeile 24 bis 28. Also jetzt liegen die beiden da im Bett. Und jetzt sagt dann diese Madame Ouflet: Ich liege hier und mache Liebe mit einem zwar göttlichen, doch ganz gemeinen Domestikenjungen. Wie mich das köstlich entehrt. Ich heiße Diana. Du aber mit deinen Lippen nenne mich Hure. Ausdrücklich du süße Hure. Kommt, Leute. Okay, also gell, ihr habt hier diese masochistische Bestrebungen der Erniedrigung. Das ist für sie ganz, ganz wichtig. Also sie ist schon sehr speziell. Gell? Also, ich mache es mal weiter und dann, wie gesagt, beurteilt ihr sich selbst. Seite 206, jetzt gibt es mehrere Stellen. Also ich sage mal kurz die Stellen, ich lese dann durch. Das ist die Zeile 3 bis 9, dann 16 bis 18 und Zeile 22. Ein kleiner, nackter Lifttreiber liegt bei mir und nennt mich liebes Kind, mich Diane Philibert. Alle Schönheit ist dumm, weil sie ganz einfach ein Sein ist. Gegenstand der Verherrlichung durch den Geist. Hilf, Himmel, bist du schön. Also mit dem nackten Lifttreiber, da brauche ich wohl nichts erklären. Dann, alle Schönheit ist dumm. Sie ist nur das einfache Sein. Aber in dem Moment, wo eine Person dieses Sein erfasst, also Madame Ouflet, und dieses Sein verherrlicht, bekommt dieses Sein natürlich eine Würde, die es vorher nicht hatte. Jetzt macht es gleich weiter. Standbild der Schönheit, das seid ihr. Ihr jungen, ganz jungen Männer mit den Hermesbeinen. Weißt du, wer Hermes ist? Weiß es natürlich nicht, weil das nicht angeflogen ist. So, und jetzt geht's weiter. Er, Hermes, er ist der geschmeidige Gott der Diebe.
So, jetzt geht's mal weiter, die Geschichte. Sie sagt, oh Junge, schlage mich, züchtige mich, peitsche mich aus mit einem Gürtel und so weiter. Also, lest halt selbst. Und jetzt denkt dann der Felix, der hat mit allen Wassern gewaschen, aber das schmeißt den um. Der denkt, hallo? Und jetzt der ist fix und fertig. Jetzt beichtet er, die sagt, oh, meine Geliebte, oder irgend so, was sagt er dann? Ich habe dich bestohlen an der Grenze. Ich habe den Schmuckkissen genommen, ich. Und jetzt, also auch ein schlechtes Gewissen, gell? Und jetzt kommt dieser sublime Masochismus bei ihr durch. Oh, Felix, Felix. Nee, ich sag Felix, das ist nicht zu ihm, sondern du, toller Knabe, irgend so was. Bestehle mich nochmals, bestehle mich. Und ich will leiden und trotzdem es genießen. Ich werde dich beobachten durch die Augen. Ich tue so, als schliefe ich, aber ich sehe es. Bestehle mich. Und jetzt führt sie ihn halt da rum, wo das Geld liegt und wo die Schmuck ist. Und der soll das alles nehmen. Und ich mache jetzt mal weiter, Seite 210. Das ist die Zeile 23, also ganz unten, und geht bei Seite 211 weiter. Armand, du sollst bei mir stehlen, hier unter meinen Augen. Das heißt, ich schließe meine Augen und tue vor uns beiden, als ob ich schliefe. Aber verstohlen will ich dich stehlen sehen. Steh auf, wie du da bist, diebischer Gott und Stiel. Ich muss mal ganz, also gell, bei der Interpretation, wenn ihr die Informationsende von mir seht, interpretiere ich das viel klarer und deutlicher. Aber ihr merkt vielleicht, hier schafft diese Madame Ouflet, sie mag ja einen Schuss im Sender, aber wie sie will, aber sie schafft es, dass sie genau das geboten bekommt, was sie will, einem Gott der Diebe, einem Hermes zu begegnen und mit einem Hermes zu schlafen. Versteht das jemand? Mit einem Gott. Und sie macht letztendlich ihn zu ihrem Gott, indem er stiehlt. Hermes, Gott der Diebe. Jetzt habe ich in der Sekundärliteratur nachgelesen, wie man das nennt. Es ist ein Beischlafdiebstahl. So kommt Felix zu Vermögen und das ist die finanzielle Grundlage für alles Weitere. Also mit diesem Beischlafdiebstahl, ich finde das ein wunderbarer Schluss, gell? Vom zweiten Buch, also gell, ihr wisst noch, beim ersten Buch war es der Selbstmord des Vaters, der Tod, also hier ist viel schöner, Beischlafdiebstahl, das war's jetzt, wieder meine Bitte, wenn es euch was gebracht hat, schickt den Link bitte anderen Leuten, damit es ihnen auch was bringt. Und euch alles, alles Gute und wirklich heißer Tipp, lest diese Stelle mit Ouflet, dann bildet euer Urteil und vielleicht werdet ihr dann auch mein Urteil besser verstehen. Also, euch wieder alles, alles Gute.